So, hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück bei H1Z1. Wir müssen uns ein paar Blackberries erstmal organisieren. Ich bin hier in einer komplett neuen Aufnahme-Session und habe jetzt ganz bewusst mal wieder, ich glaube, fast eine ganze Woche Pause gemacht mit H1Z1. Und freue mich jetzt auf die ganzen neuen Updates, die hier im Laufe der Woche eingespielt wurden. Das ist ja richtig viel, was da passiert ist. Und jetzt ziehen wir uns erstmal kurz ein paar Blackberries rein. Ihr könnt euch ja an die letzte Folge erinnern, da haben wir ordentlich was gefunden. Also wir sind in dieses Häuschen da reingekommen mit dieser Lagerbox. Und da sind wir richtig gut davon gekommen. Haben richtig Glück gehabt, wenn man das so sagen kann. So, Blackberry. Genau. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich hier... So, ja, meine Stoppuhr wieder mal. Ja, gut. So, okay, gut. Jetzt würde ich sagen, können wir uns ja mal... Das ist, glaube ich, dieses Häuschen hier hinten. Können wir schauen, ob wir da nochmal reinkommen. Ich habe das ja noch nicht ganz verstanden, habe mich allerdings auch noch nicht so genau damit befasst, was das jetzt hier eigentlich für ein Ding ist. Offensichtlich können nämlich keine Zombies rein. Gut, jetzt haben wir hier Crowbar. Okay, also hier ein, wie sagt man auf Deutsch, hier jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Ah, so ein Aufbrechteil da. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh Mann. Gut, 500 Punkte allerdings, bisschen too much. Bisschen too much. Gut, wir sind ziemlich stark ausgerüstet. Hm. Ah, hier ist ein Tierchen. Zack. Wir sind ziemlich gut ausgerüstet. Jetzt schauen wir mal, wo hier die Action steigt. Ich habe leider die Orientierung ein bisschen verloren. Aber Fakt ist, dass ich eigentlich Bock auf eine Karre hätte. Karre heißt aber, wir brauchen noch Batterie und so weiter. Und dann vor allem auch ein intaktes Fahrzeug. So, und das heißt, wir müssen... Da hinten steht ein Zombie-Kollege. Wir müssen aufpassen. Okay. Ja, dass wir nicht gekillt werden. Vor allem nicht von anderen Spielern. Und ich will mich jetzt auch nicht in einen Zombie-Kampf stürzen. So, jetzt schauen wir mal hier. Da ist auch wieder nichts drin. Okay. Gut. Da drüben ist auf jeden Fall ein Zombie. Jetzt laufen wir einfach mal hier entlang. Ich weiß auch gar nicht, wie viel hier auf dem Server los ist, aber ich glaube schon relativ viel. Es hat sich ja auch servertechnisch einiges getan hier bei H1Z1. Und zwar finden wir jetzt hier viele Server, die städtetypisch benannt wurden und vor allem auch mit europäischen Städten. Ich habe jetzt vorhin zum Beispiel kurz mal Paris und München gesehen. Und München war logischerweise... Oh, da hinten ist ein Zombie-Kollege. München war logischerweise jetzt am Abend ziemlich voll. Weil jetzt halt einfach Abend ist. Ja. Also der war halt high bevölkert. Da ist auch so ein Zombie. Also die bewegen sich jetzt wirklich. Die stehen nicht einfach nur blöd rum, sondern die bewegen sich jetzt auch echt. So. Bumpchick Farms. Ich weiß nicht, ob wir hier was für uns finden, was interessant ist. Da ist auch ein Zombie. So. Auf die habe ich halt mal richtig gar keinen Bock. Die waren ja das letzte Mal, als ich gespielt habe, auch schon deutlich schneller als davor. Ah ja, okay. Also die haben richtig Gas gegeben, die guten Zombies. Und das ist dann schon echt nervig. Der ist jetzt relativ langsam, aber ich glaube, die müssen einmal recht nah rankommen, um dann die Witterung mehr oder weniger aufzunehmen. Und dann packen die sich ein. So, auf dem Weg hier, also auch in der Wildnis, sind jetzt hier einige von den Kollegen. Zum Weg nehmen wir ein paar Blackberries mit. Oh. Ich glaube, wir haben schon wieder einen Wolf am Start oder sowas. So, zack, 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 zack. Unsere Energy ist auf 46%. Jetzt check ich mal die Lage, ob wir hier vielleicht kurz was nehmen können. Schaut aber gut aus. Zack, so ein Blackberry-Action starten. Ist natürlich jetzt nicht ganz weise, das mitten auf der Straße zu machen, aber ich mach das jetzt hier einfach mal. So. Pushen wir uns mal so lange hoch, wie es geht, damit wir dann beim Laufen
einfach im Vorbeigehen wieder was mitnehmen können. Beziehungsweise länger will ich jetzt nicht. Irgendwie zu riskant hier. So. Ja, also servertechnisch hat sich einiges getan. Es wurden ein paar kleinere Patches eingespielt. Also von der Performance her müsste es auch deutlich besser sein. Die Zombies bewegen sich jetzt. Das mit dem Loot ist noch so eine Nummer. Jetzt schauen wir mal, wenn wir jetzt geradeaus weiterlaufen, hier darauf laufen würden, da wird, das würde uns nicht so viel helfen. Also, Pleasant Valley ist es hier. Okay, da sind wir, von da kommen wir jetzt eigentlich. Wenn wir jetzt dann da runterlaufen, wir müssen halt eigentlich nach Norden. The vehicle burnt down, we're heading north. Okay. Oh oh. Ich glaube, ich laufe jetzt mal hier so schräg, ja, so schräg durch die Wildnis, ist auch blöd, aber jetzt die Strecke wieder zurücklaufen. Ach komm, war eh nicht so weit. Können wir schon zurücklaufen. So. Arschloch. So. Dummer Zombie. Genau, wir laufen jetzt einfach hier schnell wieder zurück an der Bumpchick Farm vorbei. Und nach Pleasant Valley. Weil ich vermute, dort kriegen wir eher auch was Richtung Batterie. Dafür müssen wir uns aber vielleicht mal einen Rucksack oder sowas organisieren. Den habe ich ja leider in den letzten Folgen, habe ich einen gefunden. Mein erster Rucksack hier in H1Z1. Und einfach null Hirn gehabt. Bin dann oben auf dem Dach auf der blöden Absperrung rumgeklettert und dann natürlich runtergefallen. Super. Ganz toll, ganz toll. Ich sehe gerade, ich übersteuere ein bisschen. Sollen wir so ein bisschen mehr aufpassen? Ja, also das Spiel hat durchaus auch ein bisschen Frustcharakter, aber das gehört einfach auch, glaube ich, zu diesem Survival-Thema dazu. Finde ich einfach richtig, richtig interessant. Jetzt wurden ja in der Vergangenheit oft so die Vergleiche zu DayZ gezogen. Und ich finde, das ist ganz schwierig, da mitzumachen. Also für mich ist es echt schwierig, hier einen guten Vergleich zwischen DayZ und H1Z1 zu ziehen. Ganz einfach deswegen, weil DayZ im Grunde wirklich eine sehr, sehr kleine Entwicklung war. Inzwischen schon auch gut gepusht wurde und da ist ja auch einiges eingepatcht worden, aber die haben ja ganz andere Ziele gehabt. Also die sind auch ganz anders in diese Early Access Phase gestartet. Entschuldigung. Oh fuck, sorry Leute. Also ich weiß nicht, wieso ich immer in den Aufnahmen niesen muss. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an diesem Pufferschutz hier. Ich weiß es nicht. So. Da vorne sollten wir jetzt auch schon die Pleasant Valley Auswüchse bekommen, weil hier haben wir ja gestartet. Oder sind wir gestartet? Ja, also ich finde es echt schwierig, da einen Vergleich zu ziehen, weil hinter H1Z1 steht halt einfach Sony. Und die sind halt schon fett. Also das kann man halt nicht verleugnen. Und dementsprechend, ja, fällt es mir einfach wirklich schwierig, da einen fairen Vergleich zu ziehen. Inzwischen muss man sagen, kann man bei DayZ natürlich richtig viel machen. Wahrscheinlich auch mehr als bei H1Z1. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also ich habe DayZ ja auch eine Weile gespielt, war halt damals, weil ich da auch sehr früh dran war, halt überhaupt nicht überzeugt. Also ich fand, das war so schlecht einfach gemacht. Da ist H1Z1 wirklich ein Traum dagegen gewesen, finde ich. Und schwarze Handy, so, genau. Und jetzt suchen wir mal schnell hier den Mülleimer. Ah ja, Scrap of Clothes, das können wir immer brauchen. Da können wir uns nämlich hier eine Bogensehne machen. Ground Coffee nehmen wir auch mit. Gut, packen wir aber trotzdem mal hier nach oben. Scrap of Clothes auch, damit wir hier irgendwie mal die Übersicht haben, was denn da so theoretisch geht. Sie haben das mit dem Drop angepasst, das seht ihr hier auch. Jetzt haben wir hier halt Chicken Fajita, da war jemand beim Subway offensichtlich. A Spool of Twine, das könnte uns nutzen. Frage ist nur, ja, ist Chicken Fajita schön und gut, aber brauchen wir es nicht. Ja, so. DayZ und H1Z1. Also wirklich schwierig, die Nummer. Da einen fairen Vergleich zu ziehen. Mich reizt DayZ halt wirklich als Singleplayer-Geschichte fast schon ein bisschen mehr als H1Z1. Ich hätte richtig Lust, hier das H1Z1 auch mal in einer 3 oder 4 Mann, von mir aus auch 5 Mann-Gruppe zu spielen. Das wollen wir hier bei Zockermania auch machen. Wir quatschen auch jetzt schon seit ein paar Tagen über das Thema. Jetzt
haben wir hier Mucke am Start. Ordentlich Mucke. Ich glaube, die hört ihr auch. Also die ist ordentlich laut. So, schauen wir mal hier. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, hier liegt ein Äxtchen. Drüben liegt auch was. Das sieht deutlich besser aus als eine Axt. Ah ne, es ist eine Axt. Fuck, ich dachte, das wäre eine Pistole oder sowas. So. Ich nehme mal hier ein Äffchen. Und hier mal zu, genau. Jetzt sind wir in der Kirche mal alleine. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Da liegt auch eine Axt. Also sie haben, es gibt schon deutlich mehr Zeug. So kleine Äxte und so findet man überall. Das ist schon gut. Ja. Ja. Was soll ich damit machen? Ah ja, es, ja, ich darf da nicht drüber laufen, offensichtlich. Das ist klar. So, aber ich kann es auch nicht, ich kann auch nicht damit teleportieren oder so. Ich würde noch meine Feuerwerkst. Die scheint fetter zu sein. Okay, gut, dann schmeißen wir doch mal die hier weg. Und packen uns die hier. So. Jetzt auf frei gehen. Ja, die scheint ein bisschen fetter zu sein. Auf alle Fälle Water, Empty Water, das brauchen wir nicht. Also es gibt schon richtig viel, was sie jetzt hier gemacht haben. Dieser Tamagotchi-Effekt, der von vielen ja in DayZ bemängelt wurde. Packen wir uns jetzt aber schnell mal hier ein paar Blackberries. Dieser Tamagotchi-Effekt, das heißt, dass man wirklich permanent super schnell trinken und essen muss, damit man nicht drauf geht und trinken und essen, vor allem in DayZ richtig schwer zu finden war, den haben sie hier jetzt eigentlich damit aufgehoben. Ich finde es aber jetzt aktuell fast schon ein bisschen viel Loot. Wobei ich jetzt diese, also wenn man jetzt mal realistisch denkt, glaube ich, hätte man nahrungstechnisch in einer zombie-apokalyptischen Welt kein so großes Problem. Also zumindest nicht, wenn man so kurz nach dem Ende der Zivilisation wie jetzt hier am Start ist. Ich glaube, dass das durchaus möglich wäre. Also vor allem Konserven halten sich ja ewig und so Sachen wie Nudeln oder alles, was halt so verpackt ist, so krass. Wir sind ja doch vor allem jetzt hier in Deutschland, Österreich ist ja glaube ich genauso, genauso wie in der Schweiz. Da sind wir ja doch in so einer Hyper-Verpackungsmentalität gefangen irgendwie, wenn ich mich da zurückerinnere irgendwie an Irland oder so, wo wirklich alles frei einfach in irgendwelchen Holzkisten lag. Jetzt höre ich hier was. Weiß nicht woher. Ist das der da unten? Genau. Ja, also in Irland lag einfach alles frei in irgendeiner Holzkiste und das konnte sich halt jeder einfach so rausnehmen und dann halt kaufen. Fertig. Das wurde nicht extra, das Brot wurde nicht extra verpackt oder so. Und deshalb glaube ich, dass man vor allem hier wirklich gar kein Problem mit dieser ganzen Ernährungsgeschichte hat. Da würde man echt viel finden. Es gäbe halt viele Bunkerer und so, also wahrscheinlich echt viele Leute. Was sind das hier? Animal. Ich glaube, oh. Weg, wir müssen weg. Ich habe die Animal Trap geöffnet, das war dumm. Ah, wenn ich jetzt gegen einen Zombie kämpfe, habe ich halt echt ein Problem, gell? Ich kann die Axt also mal ausprobieren. Hallo! Guten Tag! Guten Tag! Oh, die ist stark, aber wir haben richtig kassiert auch wieder. Gut, wir verziehen uns von hier. Da kommen schon die nächsten. Es lohnt sich eigentlich nicht, gegen die Zombies zu kämpfen, weil man verliert einfach zu viel. Wenn ich jetzt aber in die City reinlaufe, dann kriege ich den nicht mehr von der Backe. Schauen wir mal. Ich bin ja wieder ein bisschen schneller. Das haben sie anscheinend wieder rausgepatcht. Ja. Ja, also wie gesagt, Ernährung, glaube ich, da will ich mich in so einem Spiel auch gar nicht so krass damit befassen. Mit dem Thema Ernährung, also oder halt auch Hydration. Also Essen und Trinken, ich habe keinen Bock hier Tamagotchi-mäßig immer rumzusuchen. Auch jetzt hier mit den Blackberries kann man sich halt super über Wasser halten. Aber es ist schon nervig, man muss halt doch permanent immer wieder sich die Blackberries hier ziehen. Und ja, im Endeffekt, ich glaube da hinten haben wir gute Chancen auf eine Batterie. Und jetzt kommt er wieder angerannt. Im Endeffekt hilft es einem nicht viel. So ziellos irgendwie. Genau. Zack. Zack. So.
schau mal dort auf den Hügel. Vielleicht können wir da ein bisschen besser in die Stadt reinsehen. Der Zombie scheint nämlich weg zu sein. Genau, also ich find's viel interessanter bei diesem Spiel. Sind noch nicht so viel. Ich find's da viel interessanter, sich wirklich mit Themen wie Hausbau oder Niederlassen. Kann ich mich irgendwie hier in so einem Haus oder in so einer Wohnung verbarrikadieren? Wäre das nicht eine Möglichkeit? Wäre doch eigentlich naheliegend, dass man hergeht und sich hier wirklich in so einer Wohnung verbarrikadiert. Wäre doch cool eigentlich. Also müsste ja auch gehen. Oder in einem Haus, dort hinten haben wir die Villen gesehen und so. Warum verbarrikadiert man sich nicht in so einer Villa? Versucht halt dann hier, wenn man eh in der Nähe einer Stadt ist, die Stadt halt so lange leer zu farmen, wie halt geht. Gut. Ja, also das sind so die Fragen, die ich mir stelle bei der ganzen Nummer. Aber ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn so seht bezüglich Ernährung. Würdet ihr oder findet ihr es gut, dass dieses Ernährungsding wirklich so krass thematisiert wird in so Survival Games? Oder fändet ihr es, oder oh, ist ein Bär, shit, fändet ihr es besser, wenn das Ernährungsthema. Wo läuft denn der hin? Der hat uns schon am Start. Der ist wieder so schnell jetzt. Das ist total krass. Wenn die so sprinten, dann sind die richtig schnell. So. Ja, also schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wie ihr denn zu dem Thema Ernährung steht. Nervt euch das eher oder ist es einfach ein wichtiger Teil des Spiels? Wird mich interessieren. Und jo, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wäre super. Und gerne auch ein Abo für Zockermania. Das hilft uns ziemlich. Wird mich auch sehr freuen. Und schaut gerne doch auch mal auf Facebook vorbei. Okay, dann beende ich nämlich jetzt hier mal die Folge. In der Hoffnung, dass jetzt der Zombie mich mal kurzzeitig in Ruhe lässt. Nein, offensichtlich nicht. Und ja, ich renne jetzt hier und mache einfach im Anschluss gleich mal weiter. Okay, Leute, bis dann. Ciao.